Ja, hi Kickers, ich grüße euch ganz herzlich hier zur nächsten Folge Eratus, Lord of the Death. Jawollo, wir haben jetzt damit begonnen, in der Schule sozusagen Dinge zu lernen über dieses Spiel und wie das im Grundsatz funktioniert. Und ich finde es cool, mir macht Spaß. Ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen. Vergesst nicht mitzumachen, ihr dürft Lakai sein von mir. Ihr werdet in dem richtigen freien Spiel auch dann von mir auch richtig erfasst, wer ist am meisten draufgegangen und so weiter und so fort. Wir werden wieder den einen oder anderen hart durchnummerieren oder wie auch immer. Macht da mit. Das ist so ein bisschen gedacht auch zu mitmachen. Also auf eure Kommentare baue ich da. Da wir uns jetzt hier noch im Tutorial-Bereich bewegen, ist ja dann nichts großartig verloren gegangen. Also ich habe meine grundsätzlichen Ideen, wie ich das so ein bisschen angehen möchte. Nach dem, was ich da so gesehen habe. Und ja, da hoffe ich, dass es dann für euch auch so ankommt. So, jetzt gucken wir hier mal, dass meine Überwachung wieder eingestellt ist von Twitch. Und dann kann ich hier auch fröhlich und entspannt weitermachen. Okay, als nächstes hat die jammernde Jessie Dinge, mit der ich zu tun habe. Ich habe Dinge zu tun hier. Okay, Lakaien entwickeln sich mit der Zeit weiter und können auf vielerlei Arten verbessert werden. Erstens Hochleveln beschwert deinen Lakaien Verbesserungs- und Fähigkeitspunkte. Mit jedem Level erhält ein Lakai zwei Verbesserungspunkte zum Verbessern von Werten. Alle drei Level erhält ein Lakai einen Fähigkeitspunkt zum Verbessern von Fähigkeiten. Okay, Komponenten höherer Qualität gewähren deinen Lakaien zusätzliche Verbesserungspunkte. Auf Lakaien verpflanzte Komponenten können mittels Totengräberseelen verbessert werden. Gegenstände verleihen Lakaien zusätzliche Eigenschaften. Buffs und Debuffs durch Lakaien-Gegenstände lösen keine Effekte aus. Gehirne gewähren Lakaien sofort mehrere Level. Ja klar, ich verstehe. Okay, wir haben jetzt hier, okay, in Stufe 6 Gehirn. Und wir sollen es jetzt unbedingt bei ihr einsetzen, okay. Der geht dann verloren. Und jetzt haben wir mehrere Level, okay. Das heißt, wir haben hier eine Möglichkeit, in den Fähigkeiten zu investieren. Können wir lähmen? Okay, Bosse sind aber immun dagegen. Hier wird die Präzision gesteigert. Ah, nee, die Crit wird verbessert. Hier könnte das gelähmen. Okay. Da wäre mehr Glück. Nee, wir legen Ich es. erwarte gute Ergebnisse. Ich lege es darauf an. Okay, ich kann mich immer nur für eines von beiden entscheiden. Das ist ja auch okay so. Das ist für zwei Runden bewegungsunfähig. Er gehört mir. Ja, und plus zwei Furcht. Beweise, dass du meiner Zeit würdig warst. Okay, dann haben wir das ja auch mal geklärt. Ja, treffen, ne? Manchmal machst du ja auch diesen einen Furchtschuss, ne? Ja. Ja, so, warum denn nicht? Einfach mal ein bisschen random reingehämmert bei Jesse. Okay, aber die anderen haben auch Level Up und den möchte ich gerne auch nutzen. Okay, die Fähigkeiten sind jetzt hier nicht großartig zu verändern. Ich weiß nicht, ob es da später nochmal was dazu bekommt oder nicht. Sie macht oft den Schrei. Sopran. Und ausweichen. Ja, reduziere ausweichen. Was ich treffen kann, das ist getroffen. Egal ob physisch oder nicht.
So, der hier, unser lieber Fayet, der faltige Fayet, der darf auch. Also das fand ich, das Bombardement fand ich richtig mächtig. Das gibt ihm Präzision dazu, ne? Ah, das eine geht physisch, das andere ist magischer Schaden. Nee, du sollst besser treffen. Meine Feinde erwartet eine unschöne Überraschung. Ja, das hoffe ich doch. Okay, du hast eine magische Rüstung. Nee, du sollst noch mal eher treffen. So sehe ich das. Ah, da habe ich es auch vergessen, die Werte zu erhöhen. Ja, mehr Furcht. So, was mache ich mit dir dann, kleiner Werwolf? Du bist immer so super früh dran, das finde ich eigentlich ganz nett. So, die Attacke machen mir sehr oft. Die Hetzjagd ist richtig mächtig für die Einheiten, die hinten dran stehen. Das, aber der Hieb ist halt schon. Das ist einfach mehr Schaden. Und er verfehlt nicht. Er verfehlt nicht. Er trifft auf jeden Fall. Da kann ich mehr Trefferpunkte bekommen. Das hat mich nicht mehr. Also da macht er zwar mehr Schaden, aber nicht zu verfehlen, das kann entscheidend sein. Beweise, dass du meiner Zeit würdig warst. Genau, Malte. So ist es. Ja, aber hier ist so ein bisschen Federn gelassen, ne, mit der Gruppe. Die ist nicht ganz optimal. Ich darf aber wieder erschaffen. Ich dürfte wieder erschaffen. Das ist cool. Ich könnte ein Scheusal erschaffen. Das finde ich natürlich geil. Schwierig. Es gibt so viele coole Charaktere hier drin, ne? Woher soll ich denn jetzt wissen, was ich cool finde? Da muss man sich schon richtig reindenken. Und zwar so richtig. Aber auf so ein Scheusal hätte ich eigentlich schon Bock. Wir machen das einfach. Sei ein würdiger Diener. Das ist nämlich jetzt der modrige Moppy. Jawohl, so sieht's aus. Jeder bekommt hier seinen Spaß ab. Der ist aber erst jetzt Level 1. Ja, bitte leuchte einfach so grün und nörgelig, wie es nur geht. Der ist halt leider nur Level 1. Okay, das ist halt einfach jetzt so. Ich nehme den jetzt mal mit. Darf ich noch weitere Sachen erschaffen? Ich dürfte noch ganz viele erschaffen. Die Frage, ob ich das jetzt unbedingt jetzt schon benötige. Von allem etwas zu besitzen, wäre ja eigentlich ganz nett. Ein schwarzer Ritter wäre doch auch schön. Ich habe noch ganz viele Rüstungen. Vom Ektoplasma habe ich noch 4. Von dem habe ich auch ganz viel. Und was ist das da für eine Spezialsache? Da unten. Waffen sind das. Ich mache die jetzt einfach mal Kein erstmal. besonders inspirierender Anführer, aber die wandelnden Toten stört das nicht. Eben, so sehe ich das auch. Ja, das finde ich eigentlich ganz nett.
So, und das ist der brechende Brace. So sieht's aus. So. Ich habe noch einen mache ich noch. Einer müsste noch durch. So einen Befallenen haben wir noch nicht. Ja, du bist eher auch mal wieder so ein bisschen auch mit Fernkampf und so. Können wir uns nämlich auch locker leisten mit dem, was wir jetzt hier haben. Super, jetzt haben wir zwei Truppen schon mal. Passt. Passend Stufe 1. 1, okay. Den Befallenen wollen wir ja auch nochmal umnennen. Und das ist der faulige... Na, was sieht cooler aus vom Buchstaben her? Ist der faulige Flinks. Jawohl. So. Gehen wir mal weiter. Mehrere Möglichkeiten wieder. Hier sind ja Stähle. Gegenstände. Oben kommt der erste Elite-Trupp. Ich glaube, wir gehen mal zu dem Sarkophag. Wähle einen Kampftrupp, der zum Sarkophag geht. Ja, die da hier bitte. Wir bekommen Säuredrüsen. Wir bekommen Seelenessenz. Und wir bekommen einen Krähenfuß. Okay. Ah ne, ich darf mir einen wählen. Okay, ich muss eine Sache... Wähle einen, okay. Jeder erfolgreiche Einsatz dieser Fähigkeit gewährt von dem Lakaien die Chance, dem Ziel bis zum Gefechtsende sämtliche Rüstung Widerstand zu nehmen. Haben wir ja aber den Werwolf in der Hauptgruppe schon. Sehen Sie, dieser Angriff dieser Lakaien scheint sich wegen scheinender Mana wieder her. Das kann stark sein. Verflucht Feinde für zwei Runden. Wenn der Lakai eine Fähigkeit einsetzt, bewirkt 6 Stressreihen bei Flächenangriffen, bewirkt 15 Stressreihen bei Einzelnen. Durch, ich nehme den Krähenfuß. Der dunkle Tribut. Okay, ich lass mich mal kurz meine Viecher hier angucken. Du kriegst das jetzt hier mal ausgerüstet. Malte, das finde ich gut. Malte, Moppy, Fayet und Jessie in der einen Gruppe, okay. Flinks, Nancy, Tatana Twiga und der brechende Brace. Es wird ja irgendwann mal... Also irgendwie ist noch nicht, glaube ich, alles frei... Ja, nee, wir dürfen auch noch nichts bauen oder so. Das ist ein bisschen schade, das kommt noch. Dann machen wir jetzt erstmal dieses Gefecht hier. Wähle einen Kampftrupp, ja, bitte die hier. Go. Tachchen. So, der da ist neu. Ein irrer Magier haben wir hier. Du hast magische Rüstung, okay. Die haben einen Blocken, ne? Ja, die haben eins auf Blocken. Alter! Direkt gekrittet, Mann. Nice. Ich glaube, dass der nicht lang lebt. Ich habe meinen Mana noch gar nicht eingesetzt. Schade Marmelade.
Das finde ich super. Wir werden jetzt erstmal aufstampfen. Gut gestampft, Moppy. Und dann machen wir das Terrorbombardement, ja. Ah, geblockt. Das war wohl nix, mein Freundchen. Der Tod nimmt das Seine. So, und der Magier ist schon mal weg. Der war mir echt ein Dorn im Auge, sagen wir es mal so, wie es ist. 75 Verstand haben die hier. Ich glaube, ich buff sie jetzt erstmal. Oh, danke, Jesse. Das ist ganz toll. Wieso nicht, dass ich nur noch, dass ich dich sehen kann, Liebster? Oh mein Gott. Das ist exzessiv, ja. Brechen und verschlingen. Wegen dem Zorn könnte ich das machen. Vernichtet sofort einen Gegner, dessen Verstand nach einem Angriff durch diese Fähigkeit kleiner als 20% ist. Oh, jetzt ist am Anfang zu rechnen. Der Soldier erhält einen Buff, der bis zu Gefechtsende 10% Vitalität, 20%. Das sehen wir aber noch nicht mehr. Das machen wir nicht. Ich kann alle meine Angriffe auf ihn umleiten, okay. Ich will nicht nach vorne rücken. Ja, mal aufschließen. Okay. Bam, bam, bam. Also wenn sie gegen diese Kampfhaltung nichts machen können, dann ist echt gut Nacht. Einfach abschießen. Was soll der Geiz? Au! Au! Gar nicht. Du hast gefühlt 1 Milliarde Lebenspunkte, ne? 140 hat er, okay. Der hat nur 75. Also den klein zu kriegen, das ist so ein bisschen schwierig, den Moppy. So einfach kriegt man das nicht hin. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Du hast keine Rüstung, ne? Ja. Aber du darfst noch einmal blocken. Das ist gemein. Da bleibt mir ja gar nichts anderes übrig. Dann geht's jetzt gleich nicht mehr so gut. Er muss halt erstmal die ganzen Fähigkeiten kennen, auswendig lernen, bla bla bla. Dein Leben war nutzlos. Erst im Tod wirst du von Wert sein. Richtig, wir verarbeiten dich. Autsch. Wir gehen nicht arbeiten, ich habe keinen Bock. Jetzt kann ich den ganzen Schaden auf dich lenken. Das wird toll. Oh, Fluch. Oh, dem geht's nicht mehr so gut. Ey, hör auf rumzupeitschen. Ich glaube, es geht los. Jetzt geht's aber immer richtig schlecht. Okay. Ein weiterer Stein im Fundament meines neuen Königreichs. Okay. Jetzt haben wir endlich mal Baupunkte bekommen. Und nicht gerade wenig. Renoviere eine Ruine auf dem Friedhof, okay. Friedhof und Gebäude.
Kaum in Freiheit errichtete Eratus in seinem ehemaligen Gefängnis eine neue Basis. Der Bau von Friedhofsgebäuden erforderte den Einsatz von Lakaien sowie eine spezielle Ressource namens Totengräberseelen. Also zuallererst mal, was ich wichtig finde, ist besser heilen zu können. Jetzt erklärt einem das Spiel nicht so wirklich. Ein toter See, Ausgrabung, Bibliothek, Obelisk. Also ich gehe jetzt erstmal auf die Leichenhalle. Dafür muss ich einen Zombie herstellen, den da reinsetzen und dann bauen. Okay. Das bedeutet, ich muss mir erstmal einen Zombie erschaffen. Ich kann keinen Zombie erschaffen, weil mir dazu die Sachen fehlen, ne? Mir fehlt einfach Fleisch. Dafür habe ich einfach zu viele andere schon. Okay, das macht, wirft meinen Plan ein bisschen durcheinander, aber nur ein bisschen. Ja. Komponente finden. Okay, dafür müsste ich ein Skelett herstellen. Okay. Eratus zu leveln ist cool. Dadurch kriege ich mehr Totengräberseelen, das ist auch cool. Also ich kann zwei Sachen bauen, wenn ich zwei Sachen herstellen kann. Da ich das verkackt habe. Okay, das ist Mana. Aber da finde ich Komponenten. Komponenten brauche ich wiederum zum Herstellen von Lakaien. Also könnte ich mir vorstellen, dass die Ausgrabung keine so schlechte Idee ist. Dann erschaffen wir noch ein Skelett. Ja. Knochen und noch mehr Knochen. Es wirkt irgendwann so uninspiriert. Ist es ja auch, es ist absolut uninspiriert. Die Grabung ist viel zu weitreichend. Nein, dies war kein Kampf. Okay, beende das Tutorial, kam gerade als Meldung. Absicht so platziert. Okay, wir können mit weiteren Lakaien und Dingen hier das verbessern, okay. Das haben wir gemacht. Die Leichenhalle wäre unglaublich wichtig, damit meine Lakaien auch ein bisschen mehr heilen können. Aber ich sag mal okay dazu. Wir hätten jetzt einfach einen schwarzen Ritter. Müssen wir nochmal einen erschaffen vielleicht? Weiß ich nicht. Könnten wir sogar nochmal herstellen. Für ihn ist die Welt so leer wie seine Rüstung. Sterblichen zurückgreifen muss, um meine Macht zu erneuern. Ja, schrecklich, ne? Würde man versuchen, Hunger mit Krümeln zu stillen. Echt so. Okay, dann haben wir mal zumindest mal den groben Ansatz hier schon mal gemacht. Okay, was hat er hier? Alchemie und es gibt noch Trankherstellung. Alchemie. Wandlung, Verwandlung eines Komponenten in einen anderen. Destillation durch das Opfern von Komponenten, Gehirn oder Gegenständen erhalten da keine Vitalität. Extraktion, Gewinnung von Gegenständen aus verfügbaren Komponenten. Kalzinierung durch das Opfern von Komponenten, Gehirn oder Eratus Mana. Okay.
Okay, dann könnte ich mir fehlende Komponenten noch holen. Okay, hier endet das Tutorial. Du kannst das aktuelle Spiel auf Kinderspiel fortsetzen oder ein neues auf Schmerzhaft oder das Gute siegt beginnen. Ich sag jetzt mal Hauptmenü. Also das Kinderspiel, das, dann finde ich es vielleicht zu einfach. Das mag ich dann nicht. Also sage ich neues Spiel. Genau, das Gute siegt oder schmerzhaft. Wir spielen jetzt erstmal auf schmerzhaft. So, auf geht's. Okay, wir haben jetzt hier. Okay, wir haben jetzt direkt von Anfang an ein paar lustige Typen und auch schon vorgeschlagen, wo wer steht. Okay, das finde ich witzig. Dann fangen wir von vorne nochmal an. Mann, ist das toll. So, kriege ich das jetzt nochmal zusammen? Learning by doing. Geht nicht anders. Fürchterlich auf links, das ist doch mal ganz nett. Du siehst so aus. Das finde ich irgendwie jetzt übertrieben. Yo. Ja, du kannst sie alle in diesem Rot-Gold-Stil sozusagen machen. Humikron. Ich habe keine Informationen über Feinde. Okay, das sind Artefakte. Die Sterblichen werden nun vor mir erzittern. Das also noch mehr als ohnehin schon. Ist okay. Also Eratus erhält plus 10 Zauberkraft. Das ist gut. Wir haben einen Haufen Dinge zu erschaffen möglich. Und wir können wahrscheinlich auch, wenn mich nicht alles täuscht... Ah, wir haben eine Leichenhalle hier schon. Okay. Da leveln die einfach schneller. Ich denke, wir brauchen am Anfang das ist genau das, was ich jetzt überlege. Ich denke, wir brauchen am Anfang ein Skelett noch. Ja, wir holen uns am Anfang ein Skelett. Ich denke, das ist eine ganz gute Sache, dass wir Komponenten finden, um Lakaien herzustellen, falls irgendwas schief geht. Und oder mit diesen Komponenten Tränke oder weiß der Geier was herzustellen. Ich denke, ja, müsste eigentlich eine gute Idee sein. Also erstmal ein No-Name-Skelett herstellen. Dankeschön. Mehr Knochen für die Mühlen des Krieges. Ja, ja. So. Wie sind diese Leichen nur hier hingekommen?
Und dann auch für die Vergangenheit jemand versucht, mich zu befreien? Bip. So oder so. Diese Überreste werden schon bald Teil meiner Armee. Das finde ich schön. Und dann, wenn wir früh die Bip holen, um mehr Erfahrungspunkte zu sammeln, um schneller, bessere Leute zu haben. Arena gibt es da auch nochmal, okay. Da gibt es viele coole Sachen, leider. Sehr, sehr viele coole Sachen. Weiß man gar nicht, wo man zuerst anfangen soll. Das sind die Talente, da haben wir aber noch nichts. Ich aber auch früh in die Zerstörungsmagie kommen und dann nochmal. Also bis jetzt haben wir es nicht wirklich gebraucht, ne? Oh mein Gott. Also mit der Menüführung, die finde ich schon mal ganz cool, aber ich muss damit erstmal klarkommen. Ja, ist wieder der gleiche Text. Aber die Karte wird wahrscheinlich ein bisschen zufallsgeneriert sein. Ist sie. Und sie ist weit. Und wir können uns immer nur nach vorne bewegen, nicht zurück. Es gibt Quests, die finde ich interessant. Die befinden sich ziemlich, ja, alles irgendwie auf dem Weg. Und da darf ich nicht außen lang gehen, wenn ich eine Quest machen will. Was haben wir denn links rum und was haben wir denn rechts rum? Also dann auf jeden Fall zwei Kämpfe, hier sind immer zwei Kämpfe, das ist schon mal recht gleich. Artefakte. Das finde ich interessanter, die Truhe mit Artefakten oder ein Heiligtum, in dem Totengräberseelen hausen. Da könnte ich opfern, wenn ich wollte. Dann gleich nochmal. Ja, das kann ganz gut sein. Dann werde ich wahrscheinlich mehr bekommen, als dass ich fürs Opfern ausgebe. Ich muss ja nicht zwingend die Quest machen. Auf der anderen Seite finde ich natürlich eine Quest cool. Ich weiß es nicht, ob es links rum oder rechts rum ist. Ist auch erstmal jetzt egal. Wir müssen jetzt hier erstmal geradeaus. Autsch. So geht's los. Direkter Treffer. Der arme kleine Tweaker. Das sieht cool aus, das Spiel. Gefällt mir. Ist so. Ein ganz normaler Streiter. Der war recht wenig Verstand, der Typ, okay. Das Bombardement mehr. Ja, mehr laut. Kriegen wir hin. So, den hatte ich noch nicht, den Dude. Ah, hat der mehr Rüstung und mehr Widerstand? Macht der mehr Schaden damit? Okay. Das ist ein Stressangriff, okay. Der ist ganz schön viel auf Stress aus.
daneben. Okay, der ist an eine Kampfhaltung bezogen. Capturing Chaos, ich grüße mich. Ich grüße dich, hi. Dankeschön für den Raid. Doch, ich krieg's jetzt mit. Hat ein bisschen gedauert. Sorry, neues Spiel, muss man sich reindenken. Grüß euch, guten Abend, hallo. So lang wird's ja gar nicht mehr gehen. Aber schön, dass ihr noch da seid und rüberkommt. Hier zu Erratus. Ja? Okay, dann ist jetzt wieder Jesse dran. Schauen wir mal. Ja, komm. Zack, 35 Schaden. Oh, echt? Tatsächlich dich als Tabellenführer geschlagen. Mit Nörgel geht Chaos Cops Erben. Das ist natürlich dann schlecht für die Tabellenführung und so, ne? Ich verstehe schon. Interessant. Das ist natürlich schlecht. Wenn es im Rogar schlecht geht, dann ist er logisch. Ganz ehrlich, wir hauen einfach so zu und bringen den um die atemlosen Flut. Oh, dann ohne Roger. Na, das ist verändert das Spiel etwas, ja. Das stimmt. Es wird Zeit, dem da weh zu tun. Leben und Treffer. Ja, dann erhol dich gut, ne? Schön, dass du das trotzdem gemacht hast, obwohl es ja nicht so gut ging. Also, top die Watte quillt. Kriegen wir dich ganz weggebombt? Ja, kriegen wir. Mist. Du hättest jetzt eigentlich treffen sollen, so. Na, das hat auch gereicht. Deine Haut wird mir stehen. Okay. Wenn sie das sagt. Nicht so viel Aua machen immer. Deine Hiebe brauchen mehr Tant. Ja, dann bemühe dich halt. Ah, so, Komponenten für mich. Dankeschön. Diese Welt wird schon bald mein sein. Oh, ein Level 3 Gehirn, wie schön. Und Totengräberseelen, das ist klasse. Und was haben wir denn hier bekommen? Ein Mana-Kristall. Oh, das kann nur einmal verwendet werden, okay. Ein Friedhofsbericht. Wir haben Staub bekommen. Das ist doch super. Das heißt, wir könnten in der Erschaffung mal schauen. Ich darf schon wieder von Anfang an den Werwolf dabei haben. Den finde ich so stark. Und ich fand es auch stark mit dem Kirchendingens. Hier mit Moppy hier. Mit dem Scheusal.
Ja, ich fühle das einfach. Der war so stark. Ihr werdet mir ihre Köpfe bringen, ihre Herzen und alles andere ebenfalls. Also muss ich euch leider nochmal alle erstellen. Das ist gar keine Frage. Es geht. Das ist jetzt einfach so. Maulkorb Malte, du bist auch wieder dabei. Das ist doch super. So. Wen erschaffen wir denn als nächstes? Was hat er mich noch so stark überzeugt? Das Scheusal, ja, nicht in allen Belangen, aber das ist einfach mal ein Megatank am Anfang. Ja. Das ist der Modrige oder Modriger Moppy. Okay. Ich will einfach mal ein paar nette Vasallen jetzt nochmal, Lakaien erschaffen. Ich glaube, ich will es aber am Anfang auch noch nicht zu arg übertreiben mit dem Rausdonnern von den Sachen. Und das ist schon mal eine nette Truppe hier. Den tatternden Tweaker jetzt erstmal ersetzt. Dann können die zwei sich auch ein bisschen ausruhen. Die haben ziemlich viel einstecken müssen jetzt im ersten Kampf. Und dann machen wir hier nochmal ein bisschen weiter. Ich glaube. Haha. Okay, das muss ich ihm so ausrüsten, okay? Stand in meine fähigen Hände gefallen. Ja, oh. Jetzt aber, jetzt geht's hier los, mein lieber Herr. Ich darf fast ein Talent wählen. Dann machen wir mal wieder den Knochenspeer. Das kommt gerade recht. Findest du? Ja, Hauptsache wir können da mal ein bisschen Schaden reinpfeffern, ne? Wenn es drauf ankommt, ist das ganz nett. So, nee, ich glaube, mehr mache ich jetzt nicht. Kann ich mir das... Okay, keine Informationen über Feinde vorhanden. Super. Dann gehen wir mal da lang. Gehen wir mal zu den Kultisten. Ich muss wieder einen Kampfdruck wählen, ja. Wähle ein Geschenk der Kultisten. Ein mechanisches Ziel. Zu Beginn jeder Runde erhält der Zombie plus 4 Präzision und 15% Schaden. Geil. Scheusal erhält zu Gefechtsbeginn einen Stapel Brechen und Verschlingen. Erhöht den von der Braut bewirkten kritischen Schaden um 50%. Mondsplitter. Jedes Mal, wenn der Werwolf Schaden nimmt, erhält er 5 Glück und 5 Kreaturen hält bis zum Gefechtsende. Ich nehme das für den Zombie. Die geben gezielt ein Geschenk ab. Wie cool. Kann ich es auch so rummachen? Ja, nee, ich muss es so. Okay, alles klar. Und ich könnte jetzt direkt einen auf Level 3 hoch pushen, wenn ich das wollte. Und da muss ich sagen, für den Anfang irgendwie geht das nicht bei jedem, hä? Okay, da haben wir nichts Besonderes. Ja, logisch. Nee, halt. Artefakte ist es nicht. Nein. Ich habe doch ein Stufe 3 Gehirn gemeint, irgendwo gesehen zu haben. Oder bin ich jetzt durcheinander? Wie schlimm kann es einen eigentlich treffen? Da ist es doch. Da ist doch das Level 3 Gehirn, ja. Da ist es doch. Level 3. So, der... Ja. Werf mal das 1er weg. So. Die Hetzjagd war unglaublich mächtig. Und das fand ich bei dem Hieb so stark, dass er nicht verfehlen kann. Und als nächstes wollen wir die Werte von dem Werwolf noch verbessern. Ich möchte, dass der Werwolf sehr früh dran ist und ich möchte, dass du mehr Schaden machst, Malte. Wenn du dran bist, okay. Dann bist du jetzt erstmal der Truppanführer. Ja, bauen ist jetzt erstmal nichts, ne? Ich will ja... Ich könnte jetzt mal einen da schön reinlegen. Der tatternde... Wie kann ich das auswählen? Achso.
Ja, dann Tata Tatvika, heil dich mal da drin. Ja, 75% wird wiederhergestellt von den Trefferpunkten her. Das ist viel. Ich will jetzt auch auf jeden Fall in der Folge noch einen Kampf machen. Ja, das machen wir jetzt einfach. Darauf habe ich Lust. Und dann ist aber auch für mich heute Schluss. Okay. Zombie hat Rums dabei, behauptet er. Das ist aber also alles andere als ein schwerer Kampf hier. Das ist ja alles fast schon witzlos, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mit der Truppe. Ja, geblockt erstmal, klar. Wie sieht es da von eurem Verstand her aus? Okay, die haben ein bisschen was, wo sie aushalten können. Ein Debuff. Mit 30% Präzision nachgelassen. Okay, das ist natürlich schlecht. Du stampfst jetzt erstmal auf. Blöde Falle. Die wirft einen echt weit zurück. Das ist echt nicht nett. Den könnte ich schon als Zornschuss machen. Schrecken wird euch überwältigen. Ja, treibt ihn mal schön an. Oh, der eine Treffer war richtig gut. Sag mir nicht, dass du noch einen Trefferpunkt hast. Oh man. Ja. Weg ist, sag ich immer. Oh, jetzt machen sie aber im Werwolf richtig viel Schaden. Das haben wir so nett geplant gehabt eigentlich. Ja, zaubern mal ein bisschen was. Ja, leite das mal bitte um auf Moppy. Dass du dich in Ruhe hochheilen kannst. Schlachten wir den weiter ab. Leben dieser Welt. Okay, der Werwolf, dem geht's wieder gut. Der ist so mächtig, der Angriff, den muss man einfach nutzen. Also wie gesagt, dass der Werwolf sich heilt, ist halt einfach großartig. Ein vorhersehbares Ende. Naja, ich fand es schon ein bisschen spannend. Was haben wir denn da bekommen? Ah, wir haben den ersten Eintrag bekommen. Okay, Totengräbersegel, Flaschen, ein Adelauge. Wenn mal einer verfehlt, Fleisch, Knochen, Waffen und ein Schädelhagel, Schrifthölle. Ja, das kennen wir ja schon. Friedhofsbericht. Jawohl, das hatten der Quiek.
Tweaker ist geheilt und Staub. Das finde ich cool, dass da immer so ein Bericht kommt. Das würde ich safe vergessen. Safe, safe. So, du bist wieder einsatzbereit. Und du bekommst auch Einsatzzeit, weil dem geht es jetzt nicht so geil. Das können wir, glaube ich, noch ertragen. Der fürchterliche Flinks, der muss noch ein bisschen warten, bis er Einsatzzeit kriegt. Wir hätten doch jetzt genug Baumaterial, um hier was zu tun, oder? Ja, da bräuchte ich nur noch mal so einen Ritter und dann hätte ich da auch noch so eine Bibliothek. Also das möchte ich noch machen, sonst vergesse ich das. Erschaffen. Ein No-Name natürlich. Bitte einmal füllen mit den Sachen. Erschaffen bitte Jeder einmal. Krieg braucht Feldherren. Ja. Okay. Dann bitte hier rein. Und dann bitte den schwarzen Ritter hier hinein. Ich habe nach kürzester Zeit jeden Fetzen Wissens der Sterblichen hier unten zusammengetragen. Es war genauso langweilig, wie es sich anhört. Ja, das glaube ich dir aufs Wort. So, die jammernde Jessie darf erstmal präziser treffen. Und sie darf ihre Crit-Chance erhöhen. Das ist bei ihr ganz nett. Level 2 ist sehr schön. So, der faltige Fayet. Ja, du musst besser treffen. Da gibt es gar keine Diskussion drüber. Ich muss ja nicht auf Teufel komm raus irgendwas erschaffen. Jetzt gehen wir mal in dieses Homikron. Cool, da habe ich so eine richtig. Oh, das ist aber echt cool. Ein Bergmann. Unbekannter Feind. Oh mein Gott. Wie geil ist das denn? Was für eine Riesenliste an Feinden. Hammergeil. Das gefällt mir. Ist so, das gefällt mir. Cool. Okay, es ist jetzt super spät, viel zu spät für mich, aber ich hatte einfach Bock, das anzufangen. Das sind jetzt 50% des Angespiels mit der Option für ein Let's Play. Es kommt jetzt auf euch an. Macht da mit. Sagt mir auch gerne, wenn ihr irgendwas skillen wollt, wenn ihr euch da ein bisschen mit auskennt, ob ihr in eine gewisse Richtung gehen wollt und so weiter und so fort. Teilt mir das mit und ich werde dann versuchen, danach entsprechend zu handeln. Ne? Also, könnt auch nochmal nachfragen oder so. Also, wenn ihr das Spiel kennt, klar, her damit. Sagt mir eure Skilltrees. Und jeder, der in der Community da mitmacht, darf hier auch natürlich ein Lakai werden. Und ich werde mir mitnotieren, wie oft ihr sterbt. Ich lasse mir noch was Witziges einfallen lassen für die eine oder andere Sache. Lasst euch da schon mal sicher sein, dass, oder seid da sicher, da kommt was noch. Ich finde es nämlich ein echt cooles Spiel. Und ich stehe mal auf der Seite, die mich interessiert und nicht auf der Seite der Baumschmuser. Liken und abonnieren nicht vergessen. Und wer in Twitch dabei ist, auch mal ein Follow dalassen. Da freue ich mich drüber. Wir sehen uns bei der nächsten Folge, ihr Ratos. Dankeschön fürs Einschalten. Tschüss.